So, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ich mache heute Kräuterbutter und Knoblauchbutter für die Grillsaison. Ich fange mit der Knoblauchbutter an, da man die Schüssel, also die Rührschüssel für die Butter nachher nicht unbedingt sorgfältig ausputzen muss, weil für die Kräuterbutter auch wieder ein bisschen Knoblauch zum Einsatz kommt und dann ist es nicht so schlimm, wenn ein bisschen was zurückbleibt. Ich nehme dafür 1 Kilo Butter. Das habe ich jetzt schon bei Raumtemperatur etwas herauslassen lassen und dazu nehme ich auch 1 Kilo Margarine. Das Ganze schlage ich schaumig zur Maschine und gebe nachher Knoblauchpaste, die habe ich selber gemacht, hinzu. Oben ist Öl drauf, kann man auch als Knoblauchöl nachher verwenden. Und ich habe selber gemacht das Knoblauchsalz. Das gebe ich auch noch hinzu für den Geschmack. Und ja, später einfach nur abschmecken und dann zeige ich euch, wie man es dann einfrieren kann in verschiedenen Varianten. Und im Anschluss mache ich dann die Kräuterbutter. Ich habe jetzt die Butter kurz angeschlagen und gebe jetzt die Margarine hinzu. Und jetzt werde ich das Ganze ein bisschen cremig schlagen und werde dann nach und nach eben das Kräutersalz und die Kräutersalz, das Knoblauchsalz und die Knoblauchpaste hinzugeben und dann eben noch abschmecken und dann ist die im Prinzip schon fertig. So, jetzt gehen wir durch die Öffnung. Kann man eben das Salz dann reingeben. Ich habe jetzt das Rühren mal ausgeschalten. Wenn ihr es zu Hause macht, natürlich könnt ihr das Ganze im rührenden Modus machen, weil es einfach dann sich gleich schön verteilt. Da könnt ihr ruhig ordentlich was reingeben. Knoblauchpaste und das Kräutersalz schon wieder. Das Knoblauchsalz zeige ich euch dann später mal. Wie man es macht, ist im Prinzip relativ simpel und auch schnell gemacht. Und ich finde, der Knoblauch, wenn man selber Knoblauch kauft, weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man ihn normal im Kühlschrank lässt, irgendwann ist er kaputt und die Knoblauchpaste, die hält halt relativ lange, also wenn man das Ganze fertig macht. Und man hat zusätzlich noch ein bisschen Knoblauchöl, was man auch für alles Mögliche verwenden kann. So, jetzt habe ich mal was reingegeben. Und werde das jetzt mal unterrühren und nachher mal abschmecken, wie das Ganze schmeckt und werde eventuell noch was nachgeben und dann ist es im Prinzip schon fertig.
So, ich habe jetzt zwei Varianten vorbereitet, wie ihr das Ganze einfrieren könnt und dann auf Vorrat habt. Ich habe einmal hier eine Folie. Da werde ich normal mit dem Spritzer, den habe ich jetzt schon gefüllt, das Ganze füllen und einrollen, dass es eine Rolle wird. Da könnt ihr dann die ganzen Stücke einfach runterschneiden, sind wunderschön rund, könnt ihr für alles Mögliche hernehmen. Und das Zweite, was ich vorbereitet habe, ist wieder ein Spritzer mit unten einer Tülle, wo man das schön aufspritzen kann und das dann auch eben verwenden kann. Die schnellste Variante ist natürlich jetzt die mit der Folie, einfach aufspritzen und einrollen. Und fürs Optische einfach später habe ich mir hier so ein Blech vorbereitet und ein Tablett, auch mit Folie abgedeckt, wo ich das Ganze draufspritze und dann einfach tiefkühle. Wenn das Ganze dann gefroren ist, kann man es wunderbar in irgendwelche Plastikgeschirre füllen, die man verschließen kann, wenn man es dann wirklich portionsweise oder jedes Stück einzeln wieder rausnehmen kann. Ja, genau. So, dann fangen wir mal an. Da unten ist jetzt eben komplett offen, dass wir mal schön dicken das Ganze reinfüllen kann. Man soll schauen, dass man so wenig wie möglich Luft dazwischen hat, weil wenn irgendwo natürlich da die Luft drin ist, habt ihr nachher ein Loch in der Butter. Die könnt ihr dann im Prinzip so lang oder so dick machen, wie ihr wollt. Genau, wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr das Ganze nehmen. Und dann wunderschön eben zu einer Rolle formen. Und die ganze dann einfrieren. Und dann, wenn sie gefroren ist, könnt ihr wirklich das schön runterschneiden. Die Folie dann einfach seitlich abziehen. Und dann ist das super zu verwenden. Das ist eben die erste Variante, die Rolle. Und die zweite ist eben dann mit dem Spritzen. Also mal jetzt mache ihm solche. Man kann es natürlich in jeder Art und Weise machen, aber wenn ihr von dir ein paar spritzt. Die schauen dann einfach auch schön aus. Die kann man schön auch ein Stück Fleisch oder auf dem Fisch oder was ist was man. Oder auch Gemüse, wenn ihr grillt, drauflegen. Oder was auch gut ist für die Rollen zum Beispiel, wenn ihr selber Baguette macht, dann könnt ihr, wenn es einschneidet, das Baguette, und nochmal fertig backt, eben die Kräuterbutter oder auch die Knoblauchbutter nehmen und in das Aufgeschnittene reinlegen. Und dann habt ihr im Prinzip das Kräuterbaguette oder Knoblauchbaguette, so wie man es kaufen kann, nicht wirklich aus eigener Hand. Und das ist immer, wenn man jetzt mit mehreren Leuten grillt, was sehr schön ist, wenn man wirklich sagen kann, man hat das alles selber gemacht und freut auch viele drüber. Genau. Also ich mache das Ganze dann fertig und zeige ich dann später die Kräuterbutter. So, die Knoblauchbutter ist fertig. Bei der Kräuterbutter habe ich jetzt genauso angefangen wie bei der Knoblauchbutter. Ich habe jetzt Kilo Butter und Kilo Margarine wieder schaumig geschlagen, leicht. Und habe jetzt schon einen Fleischwolf angebaut und lasse die ganzen Kräuter durch. Und dazu habe ich 2 Bund Schnittlauch, 2 Bund Petersilie und 2 Bund vom Basilikum. Noch dazu vorbereitet habe ich mir, schauen wir mal, eine Zwiebel zum Schluss zum Durchlassen. Das wirklich alles so eine Kräutermikin und Süß gibt auch Geschmack. Und hier in meinem Mörser habe ich mir vorbereitet, das ist Knoblauchsalz, das ist Oregano, das ist Majoran,
und Paprikapulver, ein bisschen für die Farbe und für den Geschmack, was ich noch dazugebe. Und was ich auch wieder dazugebe, ist meine Knoblauchpaste. Halt nicht so viel wie beim Knoblauch, bei der Knoblauchbutter, aber auch ein bisschen was für den Geschmack. So, dann lasse ich mal das Ganze durch den Fleischwolf. Man kann es natürlich auch, wenn man will, schneiden oder hacken, wie man will. Ja, ich lasse durch den Fleischwolf, dass es ein bisschen feiner wird. Aber wenn man es nicht so fein will, kann man es natürlich einfach nur grob schneiden oder einfach nur schneiden und reintun. Passt natürlich auch. So, jetzt habe ich das Ganze im Fleisch auf Flucht lassen. Gebe jetzt ungefähr 2 Löffel von meiner Knoblauchpaste hinzu und von meinen Gewürzen auch nochmal ein gutes Stück. Das kann man sich natürlich aufheben. Genau, und jetzt verrühre ich das einmal ganz kurz und dann wird es wieder genauso, einmal spritze ich es auf. Und das andere Mal mache ich die Rollen und friere das Ganze wieder ein. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Aufspritzen zeige ich euch nochmal natürlich, dass man sieht, wie es nachher ausschaut. Und die Rollen zeige ich euch auch noch einmal. So, dann machen wir nochmal die Rolle. Jetzt mit Kräuterbutter. Ja, wieder. Schön auftragen. Zu. Das Ganze dann wieder einrollen. Wir haben gleich die erste Rolle und die werde ich noch ein paar machen. Und das andere, jetzt habe ich meinen Teller vorbereitet. Da spritze ich das auf, bevor auf dem Tablett und werde es wieder einfrieren. Man kann es natürlich anders auch machen, in die Höhe oder größer, kleiner. Je nachdem, wie man es will. Wie gesagt, kann man wieder für alles Mögliche hernehmen. Fleisch, Fisch, Gemüse. Auch selber, wenn ihr zu Hause dann mal normal kocht und ihr macht Soßen, könnt ihr genauso die Butter hernehmen zum Ansetzen von den Soßen. Ist ja schon Geschmack drinnen.
Und wie gesagt, und auch natürlich, wenn ihr selber Baguette macht, das Ganze dann in die aufgeschnittenen Baguettes rein. Nochmal kurz nachbacken im Ofen. Dann habt ihr eben ein wunderschönes Kräuter- oder Knoblauchbaguette oder beides, wenn ihr natürlich wollt. Und kommt normal immer sehr gut an, wenn ihr grillt und das auch selber gemacht habt. Ist auch was Simples, das werde ich später auch mal zeigen. Genau. Und das war's dann schon. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.